Das Wort hat die Kollegin Katja Kipping von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der Wuttwars spätrömische Dekadenz war Herr Westerwelle womöglich selbstkritischer, als ihm selber bewusst ist. Denn im späten Rom ging die Dekadenz eben von den Herrschenden aus. Und welche Dekadenz erleben wir heute? Minister wie Westerwelle bekommen für Vorträge bei Banken 7.000 Euro. Ministerpräsidenten wie Rüttgers bekommen von Firmen für ein Kurzgespräch, quasi für ein Gesprächsquickie, mehrere tausend Euro. Also kurzum, führende Politiker in diesem Land werden zu Herren für gewisse Minuten. Wobei ihr Minutensatz deutlich, deutlich über den Stundensatz von Edelprostituierten liegt. Das ist die Dekadenz, über die wir reden müssen. Und wenn Sie hier über Leistungsgerechtigkeit reden, 7.000 Euro für einen Vortrag. Vor kurzem kam ein Mann im Wahlkreisbüro, der arbeitet bei einer Hilfsorganisation, halbtags ist viel ehrenamtlich tätig, engagiert sich für Katastrophenhilfe in Haiti, der geht mit 1.000 Euro im Monat nach Hause. Für 7.000 Euro muss der 7 Monate arbeiten. Ja, glaubt denn hier ernsthaft jemand, das hätte was mit Leistung zu tun? Glauben Sie denn ernsthaft, dass ein Vortrag von Westerwelle dieselbe Leistung ist wie 7 Monate Arbeit für die Katastrophenhilfe? Wer davon überzeugt ist, der möge jetzt bitte vortreten und das der geneigten Öffentlichkeit kundtun und das vertreten. Ich glaube ja, es geht hier nicht um Leistungsgerechtigkeit. Ich glaube, es geht hier um ein ganz altes Prinzip der Ungerechtigkeit. Wer hat, dem wird gegeben. Wer wenig hat, dem wird auch noch das Wenige genommen. Und wie ungeheuerlich diese Hetze ist, die Sie losgetreten haben von Seiten der SPD, wird vor folgendem Hintergrund deutlich. Es gibt eine Studie Deutsche Zustände von Professor Heidmeier. Er untersucht die Einstellung zu ganz bestimmten Menschengruppen. Und er kommt zu einem erschreckenden Ergebnis. Die Ablehnung gegenüber Menschen, die als vermeintlich nutzlos eingestuft werden, also zu Langzeiterwerbslosen und Obdachlosen, steigt extrem. Herr Heidmeier sagt, das hat inzwischen einen Grad von Menschenfeindlichkeit angenommen. Ich meine sogar, was sich hier entwickelt, ist ein neuer Rassismus, ein Nützlichkeitsrassismus. Und das Gefährliche daran ist, wenn da erstmal eine gewisse Intensität erreicht ist in so einem Rassismus, dann sinkt die Hemmschwelle zu gewaltsamen Übergriffen. Wir beobachten inzwischen schon, dass die gewaltsamen Übergriffe von braunen Schlägertrupps gegenüber Obdachlosen deutlich zugenommen haben. Und vor diesem Hintergrund müssten alle, die nur einen Funken Verantwortung im Leib haben, sich diesen Ressentiments entgegenstellen. Wir müssten dem Nützlichkeitsrassismus aller als Politiker und Politiker uns entgegenstellen. Doch was passiert? Sie schüren ihren hier munter, Sie spielen mit dem Feuer. Das ist hochgefährlich. Nun gibt es immer wieder Einwände gegen die Forderung der Linken. Ein Einwand wäre, dass auch unsere Summe von 500 Euro nicht durch ein Verfassungsgerichtsurteil gedeckt ist. Hier muss ich noch einmal darauf hinweisen. Das Verfassungsgericht hat deutlich gesagt, der Gesetzgeber muss nachweisen, dass das menschenwürdige Existenzminimum nicht unterschritten ist. Er hat nicht das Überschreiten verboten. Und er sagt ganz klar, der Gesetzgeber hat einen politischen Gestaltungsspielraum. Wo er aber keinen Spielraum hat, das ist unter das Existenzminimum zu gehen. Und wir berufen uns auf Berechnungen, die einfach von vollwertiger Ernährung ausgehen und auch von politischer Teilhabe ausgehen. Ein weiterer Einwand lautet, Sanktionen müssten unbedingt bestehen, das sei notwendig für eine Arbeitsvermittlung. Ich habe mich vor kurzem mit Mittelstandsvertretern unterhalten und habe dabei den Eindruck gewonnen, dass eben auch gerade aus der Sicht von kleinen Unternehmen es total kontraproduktiv ist, wenn man bei der Arbeitsvermittlung vor allen Dingen versucht, Erwerbslosen nachzuweisen, dass sie gar nicht arbeitswillig sind und sie verdonnert, sich einfach per se überall zu bewerben, ganz unabhängig davon, ob diese Stelle überhaupt zu ihm passt. Was für eine nachhaltige Vermittlung notwendig ist, ist, dass die Anforderungen der Stelle und die Fähigkeiten und Vorstellungen des Arbeitssuchenden gut zusammenpassen. Wenn jetzt aber die Bundesagentur Erwerbslose unter der Androhung von Sanktionen verdonnert, sich immer wieder zu bewerben, dann bedeutet das auch für die kleinen Unternehmen jede Menge Bewerbungen, die sie bearbeiten müssen. Das ist für eine zusätzliche Belastung, gerade für die kleinen Unternehmen. Und deswegen sagen wir, im Sinne einer nachhaltigen Arbeitsvermittlung gehören die Sanktionen abgeschafft. Die tatsächliche Dekadenz, damals wie heute, ist die Dekadenz der Herrschenden. Doch anstatt diese Probleme zu benennen, schüren sie Sozialneid zwischen den Armen und den ganz Armen. Das ist ein übles Ablenkungsmanöver. Die Linke sagt, wir wollen etwas komplett anderes. Ja, wir wollen auch
dass die Bildung, dass da mehr Geld reingesteckt wird. Aber was ich schon sehr eigenartig finde, wenn Sie hier das Hohelied der Bildung singen, Herr Westerwelle, in dem Haushalt, den Sie mit zu verantworten haben, werden gerade einmal 350 Millionen Euro eingestellt für Bildung. Die Steuerentlastung aber, die Sie ja vorangetrieben haben, kostet uns in jedem Jahr ab 2011 24 Milliarden Euro. 350 Millionen zu 24 Milliarden Euro. So sind doch die wahren Schwerpunktsetzungen, die Sie vornehmen. Wir als Linke hingegen wollen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergeht. Wir wollen, dass keiner unter das Existenzminimum fällt. Wir wollen eine sanktionsfreie Mindestsicherung, einen Mindestlohn von 10 Euro, gute Arbeit und eine Verteilung der vorhandenen Erwerbsarbeit durch Arbeitszeitverkürzung. Kurzum, wir wollen ein Bündnis für sozialen Fortschritt. Besten Dank.